Ahoi Kapitän, willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships. Diesmal in der Friedrich der Große, dem deutschen Schlachtschiff, auf Tier 9 im Herrschaftsmodus gefahren. Friedrich der Große, soll ich sagen, das meistgehasste Schlachtschiff auf Tier 9? Naja, also wer sich angucken will, wie ich sie ausgestattet habe, bitte hier einfach auf die Pause-Taste klicken. Und ich kann schon mal sagen, am Ende des Videos wird ein Bild kommen, das ich vorher ausprobiert habe, das nicht funktioniert hat bei mir. Das hier hat funktioniert. Deswegen, wie gesagt, hier einfach auf die Pause-Taste klicken, sich das angucken. Und hier gucken wir uns jetzt das Matchmaking an. Und ja, da haben wir das Glück, dass wir tatsächlich mal Top-Tier sind. In einem 7-9er-Match gelandet sind. Gegner Iowa, Friedrich der Große, Colorado, Scharnhorst, Nagato, Kutuzov und Miyoko. Nur 2 Kreuzer. Tja, und nochmal 5 Zerstörer. Das ist natürlich eine Hausnummer. Also, gut. Müssen wir mal schauen, was wir jetzt auf der Karte Falle hieraus machen können. Kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie man hier an die Caps ranfahren kann und vor allen Dingen an welches Cap. Und, oh, na, so wie wir hier aufgestellt sind, also, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ich fahre mal ganz mutig jetzt mit an C ran, lass mich hier rausnehmen und anschließend ist das Team schuld, weil es ja nicht mit supported hat. Also C, finde ich, gehört, wenn man auf dieser Seite steht, eher dem Gegner. Also da muss man sich schon sehr einig sein, dass man hier C nimmt. Ich werde natürlich ein bisschen näher ranfahren, werde aber dann auch so weit abdrehen, dass ich auf jeden Fall B und C mit unterstützen kann. Also wenn an C gespottet wird, was natürlich durchaus sinnvoll ist, dann habe ich als Schlachtschiff eben auch Ziele, aber C zu cappen, dürfte eher schwierig werden. Das ist zumindest so meine Erfahrung hier auf dieser Karte. Also insofern werde ich mal so nach meiner Erfahrung gehen und dann eben ein bisschen Abstand gewinnen. Aber eben nicht zu viel, weil Friedrich der Große, tja, die Streuung, die das gute Stück hat, ist manchmal abenteuerlich. Miyoko kommt jetzt hier raus, wieso das? Wir haben nur 2 Kreuzer. Tja, und wenn einer davon jetzt zu C fährt, finde ich jetzt nicht so gut. Also ich hätte mir gewünscht, dass der B mit unterstützt oder A mit unterstützt. Aber auch die Lyon fährt damit raus. Also die beiden fahren dahin. Na gut. C wird schon gecapped. Jetzt bin ich auch entdeckt. Okay. 2 Zielen. Dann muss das irgendwo da sein. Also ich werde da schon mal hinpingen. Und jetzt kommt da eine ganze Menge. Ach, da kommt ja schon HE geflogen. So, und die Kutuzov. Das ist natürlich jetzt wirklich ein ganz, ganz übler Brandstifter, wollte ich gerade sagen. Ja, und schon brennen wir auch. Dass jetzt Kutuzov oder Scharnhorst war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall mal gucken, dass wir da was machen. Na, 4-4. Okay. Geht. Ist jetzt nicht wirklich das, was ich mir gewünscht hätte. Aber so, müssen wir einfach mal ein bisschen abdrehen, denn die Kutuzov, wenn der jetzt da seine Position gefunden hat und nebelt und uns hier mit HE eindeckt, der nimmt uns auch ganz schnell auseinander. Also da müssen wir ein bisschen Abstand haben. Colorado. Ist natürlich jetzt auch noch sehr weit weg da mit 19 Kilometern, aber... Oh, die Jervis geht hier auf. Ja, dann werden wir natürlich mal, obwohl das mit dem Flugzeug immer nicht so ganz einfach ist, aber ich werde da einfach mal hinstreuen. Gucken, ob wir dem was abnehmen können. Nee. Das ist schwierig. Ist rausgedreht. So, Kutuzov. Ach, und die Scharnhorst schießt auch HE. Ja, dann. Also zusammen mit der Kutuzov. Mal gucken, ob wir dem da noch einen kleinen mitgeben können. Na, jetzt scheint er anzufahren. Oh, das wird eng. Das wird eng. Vermutlich nicht weit genug vorgehalten, aber ich will ja auch nicht gegen Berg schießen. Mal gucken, vielleicht kriege ich ihn hinten irgendwo am Heck noch. Kann ihm da ein bisschen wehtun. Nö. So, unsere Jervis hier vorne sieht auch schon gar nicht mehr gut aus. Da hinten die Jervis, ja, wollte ich sagen, sieht auch nicht mehr gut aus. Und der ist da aber auch schon raus. Ich sag ja, spotten an C ist eine gute Idee, aber cappen, na, so, Kutuzov. Da wollen wir nochmal sehen. Ja, bleibt ein bisschen was hier an der Insel oben hängen.
Aber der Rest ging ja durch. Ah oh, ja, 5.800. Und das, was hängen geblieben ist, war genau das, was bei ihm da richtig eingeschlagen hätte, vermute ich mal. Gut, wie auch immer, ist so. Mal gucken, da hinten die Miyoko, der greift jetzt unsere Z an. Vielleicht können wir da auf diese Entfernung, 19 Kilometer, aber der fährt ja relativ breitseits, einfach mal mithelfen. Ui, die Z kriegt jetzt da aber auch für alt und für neu. So, Miyoko. Jo, da gibt es nochmal einen auf die Zitter, 18,9 und jetzt sieht das da schon gar nicht so schlecht aus. Aber unsere, oh, jetzt Doppelschlag hier, Jarvis raus, Z46 raus und jetzt haben wir schon drei Zerstörer verloren. Tja, und die Miyoko und die Lyon, die stehen da jetzt und haben keinen mehr, der für sie spottet. Das ist natürlich jetzt ganz übel. So, und die Frage ist, können wir jetzt dann nochmal auf diese Miyoko absetzen? Ich werde hier einfach schon mal ein bisschen anfahren, weil hier sind wir jetzt auch nicht mehr so sinnvoll platziert. Eben war das noch ganz okay, jetzt hat sich komplett geändert. So, einfach mal auf die Miyoko raus, mal sehen, ob das klappt. Oh, und da hat unsere Miyoko die schon rausgenommen. Okay, also die Miyoko ist raus, trotzdem sind wir natürlich jetzt deutlich hinten. So, und da kommt auch ein Friedrich der Große. So, dann werden wir aber da mal ein bisschen Abstand nehmen, weil ich keine Ahnung habe, wo dieser Zerstörer hier in B ist. Der könnte auch direkt hinter der Insel hier gleich rauskommen. Also einfach so ein bisschen weghalten vom Friedrich der Große und vor allen Dingen eben auch von diesem Zerstörer. Boah, 5000. Ich meine, mit Friedrich dem Großen kann man ja manchmal schon echt froh sein, dass man auf die Entfernung überhaupt trifft. Also das ist schon sehr abenteuerlich, aber na gut. Ah, da kommt was von der Colorado, das war nix. Oh, aber jetzt, oh ja, auf die Breitseite, also da muss man jetzt einfach treffen. Komm. Wenn die Streuung einigermaßen passt und das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja gut, 12,5, okay. Oh, da kommt nochmal was. Das ist wohl die Scharnhorst gewesen. Also insofern vielleicht gar nicht schlecht, dass ich hier so ein bisschen weggekartet bin. Denn auch die Scharnhorst hat natürlich Torps. Und wenn der mich dann von der einen Seite torbt und der DD mich von der anderen Seite torbt. So, jetzt hat die Jarvis unsere Lyon da oben rausgenommen. Ja, war ja nun nicht wirklich verwunderlich. Jo, 13.300 nochmal auf Friedrich den Großen. Das hat ihm jetzt wehgetan. Zwei Salven, 25.000. So, und da ist er auch raus. Ja, aber trotzdem sind wir natürlich deutlich hinten. Die anderen haben jetzt zwei Caps. Haben nur drei Schiffe verloren, wir haben schon vier Schiffe verloren. Mal gucken, ob wir uns da bei der Scharnhorst ein bisschen bedanken können. So, und die Kutuzov. Die anderen haben noch vier Zerstörer. Ja, 7000, okay. Vier Zerstörer und der steht hier in seinem Nebel und spammt auf die Schlachtschiffe. Statt die Zerstörer mitzujagen. Ja, das ist... Wir haben nur noch zwei Zerstörer. So, mein Lieber. Dann geh zurück in deinen Nebel. Ich greife da mal ein bisschen mit an. Ich muss da ein bisschen mehr ran. Ja. Wir sind deutlich hinten. Fünf verloren, die anderen nur drei. So, da die Jarvis. Mal gucken, ob wir da nochmal was werden. Oh, da hat die Gachamada die Chung-Mu rausgenommen. Das ist natürlich jetzt ein Traum. Weil jetzt können wir tatsächlich hier ein bisschen mehr Druck machen. Denn wenn dann von der oben Torps kommen können und aus B heraus Torps kommen können und jetzt mal ganz ehrlich, die beiden Zerstörer, die an C waren, die sind ja nicht mehr an C. Die kommen natürlich hier auch ran. Also da muss man, na und schon sind wir entdeckt. Jetzt ist die Frage, wer entdeckt uns da? Aber egal, erstmal gibt es einen für die Scharnhorst. So, die Izumo fährt hier vorne auch schon rein. Das ist natürlich auch klasse. 8,5 auf eine breitseitige Scharnhorst. Na, und was ist das hier? Boah, Schlachtschiff AP, 15.000. Gesehen habe ich's, aber bis sich Friedrich der Große da bewegt, dauert's einfach. Na, die Colorado war das bestimmt nicht. Da ist dahinter noch ein größerer, würde ich sagen. So, Shani, da hast du schon mal einen gefangen. Oh, und da hinten ist auch die Kutuzov. Na, so, und da haben wir die Scharnhorst rausgenommen.
Ja, jetzt haben wir 5 verloren und die anderen haben 5 verloren. Und da ist die Fletcher. Oh, 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 oh. Das ist natürlich jetzt ganz, ganz böse. Aber gleich ist Hydro wieder soweit. Das werde ich dann sofort anschmeißen. Nicht, dass der hier von der Seite uns die Torps da reinhaut. Und apropos reinhauen, jetzt werden wir erstmal der Colorado einschenken. Und dann machen wir jetzt hier gleich Hydro an. So, und ja, 10.900 in die Colo. So, und da vorne die Jervis und dann ist da noch die Nagato. Und die Fletcher scheint hier aber dann doch nicht reingetaucht zu haben. Jedenfalls ist noch nichts da. So, Izumo, so, okay. Jetzt also, oh, gab es nochmal einen. Jetzt gibt es nochmal einen für die Colorado. Und dann fahre ich jetzt an diese Jervis ran, dass meine Secondary da ein bisschen arbeiten kann. 3-5 auf die Colorado. Das ist... Oi, oi, oi. Und da Nebel. Mein Gott. Wo soll man hier zuerst hingucken? So, also heißt das jetzt einfach Vollgas geben. Hinter diese Insel kommen, vom Nebel aus gesehen, eben dahinter, dass wir da nicht getorbt werden können. So, und jetzt gibt es hier vorne einen auf die Colo. Komm. Oh, bleibt die Hälfte hängen und die andere Hälfte. Was macht die? Ja, die haut der mal eine Zitter rein mit 17.000. Colorado, da hast du aber Glück gehabt. Wenn die andere Hälfte auch noch durchgekommen wäre. Na gut. So, wir haben inzwischen 6 verloren. Tja, die anderen immer noch 5. Sind deutlich vorne. Da ist die Nagato. Der kommt jetzt hier auch rein. So, mal gucken, ob wir auch der Nagato noch mal ein bisschen wehtun können. Und jetzt fahre ich hier so nah ran, dass ich... Oh ja, da geht es auch noch mal einen auf die Zita und es gibt den Unterstützer. So, und dahinter ist die Iowa. Ja, das ist der, der uns hier die ganze Zeit immer einen eingeschenkt hat. Und jetzt ist die Colo raus. Und, oh, die Jervis ist hier aufgegangen. So, jetzt werden wir also hier mal ein bisschen abbremsen. Komm, Secondary. Yo, sehr gut. Jervis raus. Und jetzt können wir hier auf die Nagato vielleicht nochmal wirken. War doch gut, dass wir das Flugzeug gestartet haben. So konnten wir den DD aufmachen. Vermute ich mal. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist er jetzt weg. Jetzt sind wir auch schon wieder nah dran. Wir sind auch noch zu 6 und die anderen sind jetzt nur noch zu 5. Ja, da hat sich doch das Ganze gedreht. Jetzt wollen wir sehen, dass wir hier vielleicht nochmal... Ja, bleibt natürlich was hängen, aber okay, egal. 4,5. Oh, und die Fletcher da vorne. Und hier links neben uns, das muss ja die Kutuzov sein. Deswegen, ich fahre jetzt einfach weiter davor. Nicht, dass die Kutuzov mich hier die ganze Zeit beschießen kann. Das muss ich dann riskieren. So. Und eigentlich müsste ich jetzt auf die Nagato auf die Iowa schießen, weil der so schön breitseitig da fährt. Aber erstmal ist wichtig, finde ich, dass die Nagato rauskommt. Also Damage-Maximierung wäre jetzt Iowa, aber teamdienlich ist jetzt Nagato. Und deswegen bleibe ich auch an der Nagato dran. Der wird von der Secondary schon ordentlich eingedenkt. Da ist die Kutuzov auch. Ja, und jetzt fahren wir hier auf die Fletcher zu. Und das gefällt mir natürlich gar nicht. Vor allen Dingen, weil ich eben keinen... Ah, kommen auch schon die Fletcher-Torps. Weil ich erst in der Minute wieder Hydro habe. So. Also, Nagato. Immer weiter auf die Nagato. Ja, da gibt es schon den Großkaliber zwischendurch mal. So. Und jetzt müssen wir natürlich sehen, dass wir hier immer den Kurs wechseln. So gut es geht. Ja, dann kommt von der Seite auch noch was. Das kann aber nur die Jervis sein. Das kann nicht die Kutuzov sein. Jo. So, Nagato ist jetzt raus von der Nelson. Und nun gibt es hier nur eine Sache, die ich noch zu tun habe. Ich muss jetzt diese Fletcher rausnehmen. Feueralarm. So, ich werde jetzt auch mal aufhören zu schießen. Der Nebel müsste mich jetzt eigentlich gleich gegenüber der Iowa verbergen. Ja. So, da bin ich auch schon weg. So, jetzt drehe ich mich ein, dass ich jetzt alle Waffen gleich einsetzen kann und Finger auf die Taste U, dass ich sofort, wenn jetzt das soweit ist, starten kann. Jetzt bin ich schon entdeckt. Oh, jetzt bin ich an 2 Kilometern da dran. Ja, nur habe ich Zeit verschenkt durch die U-Taste und jetzt, oh, 9,5. Ja, komm, und 54 hat er noch. So, den Rest macht die Secondary, aber ja, nun hat er mich natürlich auch. Ich hätte Fahrradkette. Hätte ich aber jetzt nicht auf U gedrückt, hätte ich früher schießen können und möglicherweise hätte er seine Torps gar nicht mehr rausbekommen. Na gut, aber insgesamt sieht es auch gar nicht schlecht aus. Und so Colorado sieht noch ganz gut aus und die Jungs da hinten sehen auch noch gut aus. Und oh, die Nelson ist jetzt raus. So, Colorado, da springen wir mal zu dir.
Wir sind jetzt wieder hinten. Es ist 4 gegen 3. Aber jetzt haben wir die beiden Caps. So, Colorado. Nimm diese Jarvis da raus. So, und jetzt... Oh, nicht immer nur geradeaus fahren. Lenk mal ein. Da, ja, so, sehr gut. Jarvis ist raus von der Kitakase. Aber Kolo, komm, lenk ein. Lenk, oh, ja. Okay. Schön geradeaus fahrendes Schlachtschiff. Immer ein gern genommenes Ziel. Wow, fängt er sich 4 von 5 Tops ein. So, und die Kutuzov, ja, der bedankt sich natürlich. Und die Kolo scheint schon vorher irgendwie mal einen Brand repariert zu haben. Auf jeden Fall, ja, das dürfte es jetzt gewesen sein. Jetzt brennt er. Und jetzt wird er wohl runterbrennen. Ja, da war es das. Jarvis, das ist nur ein Kratzer. So, okay, also dann rüber zur Izumo. Unsere Kitakase, sieht man auf der Minimap ganz gut. Der fährt da an die Kutuzov ran und diese Kutuzov, der fährt jetzt von der Iowa weg. Okay. Macht vielleicht ja auch Sinn. So, Izumo kann jetzt hier wunderbar schön auf den zufahren. Und da hat der von da hinten getorbt. Oh Mann, Kutuzov. Ja, und die Izumo muss jetzt, ja, wenigstens warnt er im Chat, aber trotzdem, die Izumo muss ja diesem einen Torp da ausweichen. Der kommt genau in die Linie. So, und was bedeutet das? Das bedeutet, der Iowa die Zitadelle zu zeigen. So, ja, der hätte ihn getroffen, definitiv. Wenn der nicht ausweicht, kriegt er ihn. Aber jetzt kriegt er natürlich einen von der Iowa. So, aber die Torps, ja, ja, und da ist es auch. Und wupp, so gut ist nichts mehr da von der Izumo. Tja, und die Torps sind ausgelaufen. Also mal ganz ehrlich, so, Kitakase hat jetzt die Kutuzov rausgenommen. Jetzt braucht eigentlich die Izumo nur noch die Iowa Ram oder einmal rausschießen. Und dann war es das. Komm. Yo, und da ist die Iowa auch raus. Und dann haben wir das Ding noch gedreht. Das waren jetzt 156.852 Schaden bei 51 Zieltreffern. Einen Ausfall haben wir erzeugt, 3 Schiffe haben wir zerstört, 3-mal die Zitadelle getroffen, 34 Treffer mit der Secondary, 6 Schiffe haben wir aufgeklärt. Den Unterstützer haben wir bekommen, 2-mal den Nahkampfexperten und den Großkaliber. Ja, das war eine ziemlich schwierige Kiste und mit Friedrich dem Großen wollen wir sehen. Oh, 1918 bringt uns in der Teamwertung auf Platz 1. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Geschichte. Und hier schauen wir mal. Scharnhorst versenkt, Fletcher versenkt, Jarvis versenkt, Nagato 35.000, Colorado 32.000, Friedrich der Große 30.000, Miyoko 18.900, Kutuzov 10.000. Wir selbst haben 1,5 Millionen potenziellen Schaden bekommen. Okay. Waren immerhin 16:04 im Gefecht. Also, das war auch ganz okay. Ja, also ich muss sagen, das war, fand ich, mal ein interessantes und nettes Gefecht mit Friedrich dem Großen. Und jetzt, wie versprochen, einfach nochmal der Bild, den ich vorher drauf hatte auf Friedrich dem Großen und der bei mir so nicht funktioniert hat. Also mit dem Bild habe ich wirklich ganz schlechte Ergebnisse eingespielt. Nur mal zum direkten Vergleich für euch. Wer sich's angucken will, einfach wieder hier auf die Pause-Taste klicken und vielleicht mit vorne vergleichen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Schau auch gerne mal auf Twitch rein, wenn ich live bin. Findest den Link dazu unten in der Beschreibung. Ja, und dann freue ich mich aufs nächste Mal.